So, dafür, so viel dazu. Ach komm, wir gehen mal da raus. Das ist doch nicht schön da drin. Das Mett nehmen wir noch mit. Und wenn wir... Dann nach oben gehen wir gleich. Zuerst einmal hier unten noch. Ist hier... Nein, hier ist nichts. Sie sind lange nicht mehr benutzt worden. Nichts als Scavercode und Spinnen. Bäh. Naja. Aber wir nehmen es ja mit. Denn wir können ja alles verkaufen. Hallo? Das ist nichts, das ist nichts. Okay, wenn hier jemand wäre, dann Bett untersuchen. Der Stuhl wird seltsam auf dem Bett platziert. Das stimmt. Ich meine, wie soll man darauf noch gemütlich schlafen können? Lydia, könntest du mal hier ausprobieren, so? Ja, okay, gut, nicht. Hätte mich jetzt auch gewundert, hättest du das wirklich gemacht. Ein leerer Raum mit nichts drin. Na gut. Verklaus. Ich sagte Verklaus. So viel dazu. Ich habe jetzt eigentlich noch gedacht, wir finden schlechter Buch 3, aber... Na gut. Man kann ja nicht alles haben. Wir könnten aber noch... Ja, wir können gerade so viel aufnehmen, als mal hier mitnehmen und mal auf die Karte schauen, und zwar hier. Nein, nicht Quests. Oder doch Quests? Muss ich mir jetzt nochmal die Unterstützung sichern? Eigentlich habe ich es ja gemacht, aber... Na gut. Eventuell eine kleine Buggy-Quest. Was eigentlich schade wäre. Denn so ein Mordfall, der hat was. Ich habe kein Problem mit Zerstörungsmagie. Aber lass die Häuser hier bitte stehen. Niemals! Denn wenn ich das zerstöre, dann zerstöre ich es richtig. Er ist ein echter Mord. Ja, tue ich, haha. Your life. Sturmmäntel sind im ganzen Land siegreich. Wir haben Kuriere aus Einsamkeit. Was können wir mir denn schlecht erzählen? Habt ihr mit Viola Giordano gesprochen? Sie hängt die Dinger in der ganzen Stadt auf, aber irgendwer nimmt sie immer wieder ab. Fragt sie danach, wenn ihr euch die Ohren voll schwatzen lassen wollt. Wäre etwas. Was ist das für ein Amulett? So etwas habe ich noch nie gesehen. Ich würde es Calixto im Haus der Kuriositäten bringen. Er hat einen guten Blick für seltsamen Krimskrams. Okay, gut. Vielleicht gibt er euch ja sogar etwas Gold dafür. Ich meine, es ist 1000 Gold, also von dem her. Ich bin hier aufgewachsen. Ist kälter als Admora. Aber dadurch wächst einem der Bart dicker. Ich bin kein großer Stratege, aber... Das macht für ein Jahr. Ulfric? Oh, keine offizielle Funktion. Egal. Ich kenne ihn schon seit Jahren. Auf jeden Fall, weiter geht's. Ihr erledigt sie alle, so wie es mit König... Na gut. Tatuntersuchung haben wir eigentlich auch im Gangen gehabt. Wache? Man sagt, Ulfric Sturmmantel habe den Großkönig getötet. Hier. Habt ihr mit Viola... Fragt sie danach, nein, wenn ihr euch die Ohren voll... So etwas habe ich noch nie... Vielleicht gibt er euch ja sogar etwas Gold... Na gut, dann halt eben nicht. Ja. Wir können jetzt... Sicher die Unterstützung, das habe ich ja eigentlich schon getan. Den Tatort habe ich auch untersucht, deswegen bin ich ja hier weggegangen. Dann... Ach, dann berichten wir erstmal... Sprechen wir doch erstmal, dass wir den Ring zurückgegeben haben. Das müsste genau hier runter gehen. Dann haben wir nämlich ein paar von diesen Questpfeilen hier oben weniger. Was die Navigation durch diese enge Stadt doch sicherlich auch einfacher machen wird. Ich gehöre zur Besatzung der Nordwind. Ja, ist schon gut, ist schon gut. Eigentlich jeder etwas. Und nebenbei können wir ein bisschen was verkaufen. Der Wow. Moment, Moment. Zuerst einmal legen wir Ich habe doch hier eine gute Halskette gehabt. Bessere Preise, genau, das war's hier. Danke, danke. Ja. Möge Azuras Prophezeiung euch auf ewig Glück bringen. Hier,
Das ist danke alles, auch, was ich mit meinem letzten Transport verdient habe. Er gehört euch. Jetzt bin ich mal gespannt. 1200! Oh Gott, das ist viel. Okay. Was habt ihr denn zu verkaufen? Beziehungsweise, ich habe eigentlich was zu verkaufen. Okay, ein bisschen leichter geworden. Wieder vorbei. Dann hier ist gerade nichts da. Okay. Dann können wir auch eigentlich wieder rausgehen. Und nun gehen wir einmal die Karte öffnen. Zu diesem Kuriositätenmann. Der Mann, der mit Kuriositäten kann. Ups. Darf ich hier keine richtige Richtung? Ja. Denke ich zumindest. Irgendwie hier in die Richtung und... Ah, bingo. Schon haben wir ihn erwischt. Sind wir jetzt irgendwie... Wenn nochmal T-Wack erwarten... Ah, 8 Uhr abends. Dann stehen wir einfach mal 12 Stunden lang dumm in der Gegend rum. Lololo. Ich weiß gerade, wie lange es her ist, dass wir in einem Bett geschlafen haben. Beziehungsweise, ob wir überhaupt jemals in einem Bett geschlafen haben. Boah, und es ist kalt geworden. Brr. Hier hinten ist nichts, schade. Hallo? Was zum... Ich dachte, der Kuriositätenmann wäre hier drinnen. Gut, dann warten wir noch mal ein Stündchen. Ah, da ist er gerade reingegangen. Hast du das genau gesehen? Du, ja, aber sowas von. Hier, ich hätte was für dich. Lasst mich sehen. Ah ja, das ist der Mühlstein. Das ist ein traditionelles Symbol für Windhelms Macht. Es wird üblicherweise vom Hofmagier getragen. Ich wäre daran interessiert, es zu erwerben. Das heißt, wenn ihr euch davon trennen wollt. Für ein solches Stück könnte ich, 500 Goldstücke bezahlen. Ich meine, es ist ein Totenkopf dort, also... Sollte ich das nicht den Hofmagier geben? Das hat einen rein zeremoniellen Zweck. Und er hat keinen Gebrauch dafür. Außerdem würde ich ihm das Ding auch nicht gern geben. Verursacht mir eine Gänsehaut. Angeblich versucht er sich in der Totenbeschwörung. Aha. Und ich werde es mal behalten. Wollt. Das hat aber nur Sammlerwert. Ich wünsche euch viel Glück dabei, jemanden zu finden, der es so sehr zu schätzen weiß wie ich. Im Notfall werde ich einfach verwenden. Bis zum nächsten Mal. Ja, bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Also steht der Hofmagier auf Totenmagie. Vielleicht war das mit Fleischmagie gemeint. Ich weiß nicht. Ich weiß ja nicht. Okay, was haben wir denn sonst noch hier alles? Unterstützung, suchen Tatort ab. Jede hinweisen. Halt. Zurück. Jede Hinweise nach. Was zum... Warum ist der... Moment, ist das eine Person? Ich komme. Person, die du da hinten rumrennst. Ich finde dich. Stadtwachen folgt mir. Wer oder... Hätte ich nicht diese Kriegsverletzung... Hallo, Viola. Seid auf der Hut. Ich verfolge ihn schon seit Monaten. So, Oder vielleicht sollte ich besser sagen, ich versuche ihn zu finden. Okay. Die Wachen wollen mir nicht helfen. Die Leute wollen mir nicht helfen. Außer mir glaubt niemand, dass es möglich ist, ihn zu fangen. Madame, ich werde es tun. Warum können die Wachen nicht helfen? Wie kann es den anderen nur gleichgültig sein? Das ist, Cyborgs des Mörders. Hier, bitteschön. Was? Und was steht da? Klingt, als ob der Hofzauberer experimentiert hätte. Wunfährt. Um ihn ranken sich schon seit Jahren Gerüchte, soweit ich zurückdenken kann, um genau zu sein. Er ist ein gefährlicher Mann, deshalb nennt man ihn auch den Unlebendigen. Ich würde ihn nicht direkt konfrontieren.
unlebendig. Diese Informationen müssen direkt zum Vogt. Er wird euch zuhören. Da bin ich mal gespannt. Kann ich noch irgendwas sagen? Nein, nicht. Okay. Was diesen anderen Frauen zugestoßen sprich mit Your Life. Okay. Lass mich vorbei, Benny. Auch wenn du nicht Benny heißt, heißt du ab jetzt doch Benny. Da ist schon wieder dieser Olaf. Zwei Tafeln. Oh, du Arme. Viel Spaß noch. Ich muss zum Vogt. Ich muss zum Vogt. Vogt, ich hab... keine klare Antwort. Egal. Passt er schon. Er ist ein echter Nord. Er wird es sich schon noch überlegen. Seid euch da nicht ja, das sicher. Ist episch. Wir haben Kurier über Räume schwätzen, aber egal. Schreif, ich hab was für dich. Und zwar... ich glaube, das Wundfett. Unlebend. Was die Unlebendige der Mörder ist. Das ist eine ernste Anschuldigung. Ich nehme an, ihr habt auch Beweise dafür. Ich habe Beweise für Turnbeschwörungen. Ich kann es nicht glauben. Wunfert war Ulfric über viele Jahre ein zuverlässiger Freund. Es schmerzt mich feststellen zu müssen, dass an den Gerüchten etwas Wahres dran war. Wunfert wird festgenommen werden. Ich danke euch dafür, dass ihr dieser Angelegenheit mit solcher Sorgfalt auf den Grund gegangen seid. Die Straßen von Windhelm sind nun wieder sicher. Es bedenkt man, wir hätten es verkauft. Ich sage, ihr erledigt sie alle. So wie es mit König Torek getan hat. Verfolgen wir ihn mal. Torek war nur eine Botschaft für die anderen Jahre. Was uns beschäftigt, was macht sie denn? Immer wer an ihre Stelle setzt, wird die Unterstützung unserer Armeen benötigen. Wir sind bereit, wenn ihr... Ihr da, ihr kommt mit mir. Wir werden den Schlechter endlich verhaften. Wenn wir die Stadt ohne Blutvergießen einnehmen. Oh ja, oh ja. Aber wenn nicht... Das Volk steht hinter euch. Ich bin dabei. Ich bin sowas von dabei. Ich fürchte, dass viele noch nicht überzeugt sind. Ab geht's. Komm, wache, auf geht's. Ich bin hinter euch. Zusammen werden wir es ohne Probleme schaffen. Flashmagie, ich bitte dich. Du brauchst Flashmagie, wenn einen gigantösen Eispickel durch die Gegend schleudern kann. Ich glaube, hinten war ich noch gar nicht. Ich sehe ihn, ich sehe ihn. Was soll das? Ihr steht unter Arrest für die Ermordung von Susanna aus dem Haus Kerzenstein und Frigga Schmetterschild und allen anderen. Aha. Wir haben eure Machenschaften durchschaut, ihr Feigling. Hat die ganze Stadt den Verstand verloren? Ich selbst habe versucht, den Mörder mit Hilfe von Zeichendeutung und Prophetie zu finden. Verabschiedet euch von den Blutwerken, Zauberer. Schafft ihn mir aus den Augen. Jawohl, Sir. Tut mir leid, aber ich muss euch bitten, mitzukommen. Das ist noch nicht vorbei, Your Life. Hallöchen. Sie sind schon beschäftigt, verdammt. Ich würde da doch... Lydia! Ja. Es wäre alles... gestohlen? Ich frage mich, Alchemielabor? Tollkirsche... Und wir verfolgen dies erstmal. Ich möchte doch zu gerne wissen, wo es genau die ihn hinbringt. Vielleicht können wir ihn ja wieder befreien. Ach, verdammt. Wir hätten auch versuchen können, Fleischmagie zu lernen. Lydia, verdammt. Ja, wann anders. Na, kommt schneller. Macht schon. Und, hallo? Wie viele ihrer Söhne und Töchter folgen eurem Banner? Wir sind ihre Familie. Ja, du isst erstmal. Super. Gut gesprochen, Freund. Sagt mir, Galmar, warum kämpft ihr für mich? Und zack, haben wir die Kaserne. Da waren wir, glaube ich, auch noch nicht. Ah, hallo. Ihr seid doch der von der Akademie. Immer schön den... Habt ihr schon gehört? Auf dem Berg Antor im Norden. Soll ein Drache schlafen. Antor? Haben wir da nicht schon? Wieder haben wir den nicht schon getötet? Ich weiß gar nicht.
Diese Überschwemmung ist beschäftigt. Na komm, bewegt euch, bewegt euch. Ich hätte hier gegeben wieder ein paar Fackeln. Guten Tag, hallo. Alles fit bei euch? Verdammt, ich werde gesehen. Ich werde überall gesehen. Ich weiß gar nicht, woher das kommt. Julia, woher kommt das nur? Lass die Finger davon. Ja, ja. Mein Gott. Sei ich immer so zimperlich. Ach, und der könnte sich auch mal ein bisschen schnell fortbewegen. Ich habe nicht den ganzen Tag Zeit. Ich wollte ja eigentlich noch ein paar andere Sachen machen. Mein Cousin darf da draußen gegen Drachen kämpfen. Und ich? Ich muss hier Wache schieben. Jetzt so schaut's nochmal aus. Und wie weit geht denn das hier runter, Heidewitzka? Hoffentlich kommen wir bald mal an. Oh, Einzelzelle. Das wäre jetzt zu famos, wenn er doch nicht. Oh. Der schlechter wäre. Bäh. Habt ihr schon gehört? Hm? Auf dem Berg Antor im Nordwesten soll ein Drache schlafen. Komm, ab hier rein. Karte aktualisiert. Wache, gut gemacht. Hey, ihr mischt doch Getränke zusammen, oder? Könnt ihr mir nicht ein Met brauen? Ach Gott, ach Gott. Schauen wir mal hier. Experte ist ja... Du gehst mal raus und ich knack hier mal die ganzen Schlösser. Beziehungsweise... Ich habe doch hier mal ein kleines Zaubertränkchen. Taschendiebstahl? Nein, ich hatte... hier war doch Schloss knacken. Ja, man merkt. Das hat ziemlich viel gebracht und das auch. Das auch. Das auch. Wir verbrassen hier gerade. Ja, so. Drei. Oh. Ah, verdammt. Das war zu weit. Dann müssen wir ungefähr hier hin. Oder auch nicht. Da müssen wir ungefähr hier hin. Und auch nicht. Oh. Bingo. Aber hier ist nichts drin. Fahren jetzt zum Expertenschloss. Das dürfte ja ein bisschen einfacher sein. Betonung auf dürfte. Ich brauche den Meister Dietrich irgendwie. Der aus unzerstörbarem Titanium ist. Am besten noch geschnitzt aus einem Meteoriten. Ups. Soll ich gerade sagen, langsam denke ich mir auch meinen Teil. Adepten? Ach, das dürfte doch leicht aufgehen, oder? Im Namen des Jahres. Keine Bewegung. Was? Warum denn? Was ist los hier? Ach verdammt, darf ich es nicht machen. Könnte ich in den Augen zugedrücken, komm. Na schön. Aber nehmt euch in Acht. Nächstes Mal bin ich vielleicht nicht mehr so nachsichtig. Verdammt. Diebstahl. Oh, Moment. Moment, Moment. Objekte. Ja, ich probiere es hier so ein paar neue Sachen aus. Hier, Erfolg auf Taschendiebstahl wird erhöht. Ihr habt Verbrechen gegen Himmelsland Nein, und seine Einwohner begangen. Nein, habe ich nicht, Habt ihr etwas zu eurer Verteidigung zu sagen? 30 Gold? Kluger Mann. Jetzt kommt mit zum Schloss. Wir nehmen euch etwaiges Diebesgut ab. Dann könnt ihr wieder gehen. Sobald ihr die Strafe bezahlt habt.
versteht sich. Ich habe doch 30 Gold. Aber ich hoffe, ich habe den Schlüssel noch, oder? Na, ich glaube nicht. Schade. Aber ich wollte eigentlich noch mit dem Zauberer da unten reden, verdammt. Das muss dann wieder hier durch die Gegend rennen. Gibt es ja nicht. Na, da wollte ich einfach mal wieder zu viel. Wupp. Was gibt's denn? Nichts, nichts. Habt ihr diese Krieger aus Hammerfell gesehen? Sie haben gebogene Schwerter. Ja, gebogene Schwerter, schon klar, schon klar. Objekte, Bekleidung. Ihr solltet wirklich einige Ausrüstungsgegenstände loswerden, die ihr nicht braucht. Ja, nur keine Panik. So, wir haben doch hier. Hey, Wundfried. Was auch immer man euch über meine Fähigkeiten erzählt hat, ist vermutlich wahr. Chance Zauber. Ihr wisst bereits alles, was ich weiß. Okay, okay. War ja nicht gerade noch eine Wache, genau. Meine Wache. Guck mal her. Objekt, das probieren wir doch gleich nochmal aus. Aha. Ups. Fackel aus. Fackel kann ich hier nicht nehmen. Schade. Missachtet das Gesetz und ihr missachtet mich. Und ich missachte dich. Ja, ist schon gut. Aber die Magie ist die wahre Macht dieser Welt. Was ist denn mit dir los? Kann ich dir eventuell was klauen? Mit dem Bauch voller Met wäre mir wahrscheinlich viel wärmer und fröhlicher zumute. Ja, komm, beweg du dich doch mal da hoch und beachte mich nicht. Hm. 40%. Okay. Jetzt muss ich doch glatt mal schauen, wie die Steuerungsbelegung war für Quicksave und so. Ist ja doch schon wieder ein bisschen her, als ich gespielt habe. Schnell speichern, F5. Okay. Schnell speichern. Dann noch... Steuerung. Schnell speichern. Und dann noch... Ihr habt Verbrechen gegen Himmelsrand und seine Einwohner begangen. Habt ihr etwas zu eurer Verteidigung zu sagen? Na schön, aber nehmt euch in Acht. Nein, wir machen lieber schnell an. Oh, und ganz sicher, dass es nicht geht? Wir könnten ja... Im Namen des Jarl, keine Bewegung. Nun, ausnahmsweise. Nein, so auch nicht. Okay. Die Wache können wir bis zu diesem Grad hin bestehen. Etwas zu essen oder ein warmes Macht aber auch nichts. Manchmal kann ja mal eine Sondersendung machen. Vielleicht bin ich ja nee. Dieses Drachenblut. Nein, bist du nicht. Eins sein sollte ich nicht. Wieder raus hier. Da könnten wir eigentlich nochmal schauen. Was haben wir jetzt eigentlich noch? Finde einen Weg, um Thorin aus der Gefangenschaft der Talmud zu befreien. Nein. Wir können jetzt eigentlich das weiße Fläschchen machen. Doch, wir machen jetzt das weiße Fläschchen einfach mal. Da hat er mich da gerade echt Spitzohr genannt. Dieser elendige. Apropos elendiger. Nein, wir haben eigentlich relativ wenig Sachen gerade. Dann schauen wir doch mal, wo die Quest denn wäre. Hier verlorene Höhle. Und Berg Antor. Ah, okay, den Drachen haben wir noch nicht besiegt. Müsste es von Angas Mühle auslaufen? Ja, na gut. Dann tun wir das einfach mal. Und zwar Richtung, jetzt muss ich mich mal überlegen. Hier entlang? Okay. Hier entlang sind wir richtig. Lange nicht mehr durch die Gegend gelaufen. Was ein schönes Zwettchen heute. Sprecht mit ihr, wenn ihr Arbeit sucht. Nein, jetzt gerade. Nein. Das können wir alles spannend anders machen. Da fällt mir ein, habe ich jetzt gerade ein paar Schreie in petto?
so quasi ein Raserei. Entwaffnen, Zeit verlangsamen, nein, Wirbelsturm, genau, den wollten wir machen. Und huah, gebremst von einem Huhn. Ich glaube, das darf ich keinem erzählen. Ich meine, ich wäre die Lachnummer für jeden Dover-Kin. Auch wenn ich eigentlich der Letzte bin. Ich sehe da oben gerade was. Was ist da hier oben? Also ist hier auch noch was. Nicht ver- nein. Markierung entfernen. Dankeschön. Und weiter dem Weg folgen. Oh. Ein Kahn. Eventuell noch irgendwie eine Leiche dazu. Proviant dazu. Nichts. Schade. Aber es kann ja nicht immer was hier sein. Puah. Jetzt ist es klar, Zwergenarchitektur. Anders kann ich mir das nicht vorstellen. Oh, Bergblumen. Noch so als kleine Info. Ich habe noch ein bisschen Blocken und leichte Rüstung etwas hochgeskillt. Und ich glaube, Alchemie habe ich auch noch ein bisschen gemacht, aber das war, naja, eigentlich nur eine halbe Stunde lang rumprobieren mit allen Sachen, die ich so finden kann. Ach, nur der Hase macht Lärm. Was, wer bist denn du? Moment, warum habe ich denn... Oh, ein Ork. Und wir haben doch bestimmt schwarze Seelensteine. Jetzt habe ich vergessen, was ich machen wollte. Ach, Seelenfall, genau. Und ich kann deins sehen. Wenn ich hier jetzt... Sturmwand... Nee, da ist die Lydia am Weg. Wir bleiben bei... Eisspeer. Und Maika. Und ich dich. Ja. Okay, Moment. So, das ist kein Wert. Wir haben einfach zu wenig Maika im Moment. Deswegen... kriegt er einen Pfeil. Ja. Oh. Ja, mitten in die Brust rein und... nochmal. Verdammt. Jetzt aber. Wieder, gehen wir aus dem Weg. Ja. Seid ihr zum Sterben bereit? Und... noch mein. Das will ich so nicht zulassen. Ups. Ich habe jetzt eigentlich gedacht, ich könnte ihn besiegen, aber... na gut, Lydia. Wer bist du denn? Und ein Eistreu auch noch. Ja, jetzt hätten wir nicht genügend Probleme. Und ich habe leider seine Seele nicht fangen können. Aber wir haben doch bestimmt hier noch irgendwas mit Feuer. Ja, Flammenwand. Ja, stirb. Und dazu nochmal ein legendärer Bogen. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Nein, nein, nein. Zumindest schon mal die Seele und Lydia, du solltest aus dem Feuer rausgehen. Tut das nicht weh? Oh nein, es tut gar nicht weh. Mein Gott, mein Feuer tut keinem weh. Was ist denn da los? Das kann nicht mit rechten Dingen zugehen. Wie den Eisspeer. Wegstrecken und... fuhr! Auf in die Höhle, auf in die Höhle. Und alles einsam, was man so finden kann. Wir haben hier... ah, nochmal so ein Troll.